Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Sengoku Dynasty. So, in den letzten 5 Folgen hatten wir kleine Probleme. Wir hoffen, dass sie jetzt behoben sind. Das werden wir sehen, oder? Naja, wollte er hören, aber ja. Ja. Häuser verschieben, oder? Ja, wir waren dabei, Häuser. Ich mache noch schnell hier den Boden richtig. So. Falscher Boden. So, nochmal. Dann war es doch dieser da. Ja, sieht schon besser aus. Okay. Dann war hier der Kiesweg. Ja. Oh, wollte gerade sagen, oh Scheiße, ich habe hier einen Bug. Aus irgendeinem Grund ist die Entfernung blau. Aber das... Oh, ich habe keine Steine. Das ist nur das Ende des Landes. So. Gut, haben wir noch mehr von den großen Häusern? Ja. Rechts hinten, wo du gerade hinläufst. Da will noch ein paar rumstehen. Nein. Ach doch, das Haus hier. Gut. Dann verschiebe ich mal das Haus. Schwierig rumzulaufen, wenn man nichts sieht. Na doch, du siehst schon was, aber halt ganz viel Haus. Ja. Gut. So wie immer. Hinten nach rechts drehen. Ein paar Mal. Ein paar Mal. Nochmal. Nochmal. Ja, und jetzt nach rechts gehen. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja. Und dann ein bisschen zurück. Bisschen zurück, bisschen zurück, bisschen zurück, bisschen zurück. Noch ein bisschen zurück. So kannst du es platzieren. Okay. Ich glaube, das ist das letzte große Haus. Dann sind nur noch die anderen Häuser. Okay. Aber irgendetwas stimmt nicht. Denn wenn du hier stehst und darüber schaust, sieht es aus, als würden wir eine Kurve da machen. Ja, weil die oberen ein bisschen weiter rausgehen. Aber es war jetzt nicht schlimm, oder? Nö, nö. So, dann mache ich die Wege noch ein bisschen. So. Kiesweg.
So, zack, zack, zack. Schon sehr lustig, gut. So einfach ein Quadratmeter an Kies einfach mal bunk verlegt. Ja. Ich wette, es wäre viel einfacher. Im echten Leben, wenn es auch so wäre. Oh ja. Allein schon diese dicken Häuser bauen. Einfach so 100 Mal einen Hammer schwingen, ein bisschen Materialien so nebenein haben und let's go. Ja. Zum Tag das machen. Ist einfach nichts. Ich weiß nicht warum, aber mit dem so. Sieht irgendwie dämlich aus. Verdammt, ich dachte, die Felder würden nicht untergraben. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, du musst die Felder wahrscheinlich danach drauf tun. Es könnte sein, dass das nächste Mal, wenn man den Spielstand neu lädt, dass es genau andersrum ist. Ja, deshalb... Würde mich nicht ja. Lassen wir es halt so. In den Grund sehe ich überhaupt nicht so gut, wenn... ein bisschen besser aus. Ich würde jetzt in den bitte reinstellen. Das ja hier vorne das Teil, das packen wir ein bisschen mehr in der Nähe. Das hier. Ich glaube, die muss man abreißen und dann neu aufbauen. Nee, kann man verschieben. Okay. Ja. Läuft. Ich würde sagen, wir packen es ungefähr hier hin und den Brunnen ungefähr hier. So dass man sagen könnte, die Felder kann man mit dem Brunnen. Wo ungefähr? Oder nimmst du jetzt einen Brunnen mit? Ich nehme einen Brunnen mit. Wir haben ja schon Brunnen. Was sagst du ungefähr hier? Sieht es gut aus? Ein bisschen weiter zu dir, dass das Gras noch geblockt wird. Noch ein Stück zu dir, noch ein Stück zu dir. Ungefähr so, ja. Das ist so ein kleiner Graspatch gewesen, dass er komplett verdeckt wird. Ja. Das können wir ja mit dem Feld oder mit dem Weg ein bisschen wegmachen. Genau. Okay. Und was möchtest du da in die Mitte reinstellen? Wo in der Mitte? Du meinst hier? Hier. Wo hier? Ja, wo ich stehe. Das ist ein Feld. Das ist ein Hirsefeld. Ach so. Ah, okay. Bei mir ist da nichts. Gut, okay. Dann ich habe die Felder... geklärt. Ein bisschen umkreist.
Also ich will die anderen Felder auch, die hier. So, das geht. Ah, warte, das wird so dunkel. Ups. So. Wir müssen das am Tag machen. Aus irgendeinem Grund wird es extrem dunkel, wenn ich versuche, etwas zu bauen. Wahrscheinlich, weil das Game merkt, hey, da ist was Helles vor dir und tut dann deswegen alles andere abdunkeln. Ja. Vermute ich auch. Deshalb müssen wir warten, bis es wieder Tag ist. So, was wollen wir sonst? Also wir haben ja die Häuser ein bisschen gerade gemacht. Was wollen wir wohin packen? Gute Frage. Ist ja auch so, bei so einem Jäger oder Jägerhaus würde es eigentlich Sinn machen, dass es irgendwo mehr in die Natur reingeht, ne? Hätte ich auch behauptet. Dass es halt so wegen abseits irgendwo steht. Ja, genau, den kannst du auch mal die Felder hinstellen. Ich würde sagen, neben diesem Heuhaufen hier ungefähr. Ist er gut? Oder? Man kann es überhaupt nicht sehen. Ich würde tatsächlich mehr in das Eck reinstellen, also ein bisschen näher zu dir hin. So. Ein bisschen schräg nach hinten. Also rechts und hinter, von dir aus gesehen. So. Oder mehr? Ja, noch weiter nach hinten. Geh richtig zurück. Noch ein Stück, noch ein Stück. Achso, okay, dann wird es hier vorne wieder. Geh ein bisschen nach vorne. Ein bisschen nach vorne. Ein bisschen nach vorne. Oh, ein kleines bisschen. Noch ein kleines bisschen. Ja, und vielleicht noch ein bisschen rechts. Mehr? Ja, kannst du hinstellen. Dann sammeln sie das Zeug von hier, verteilen sie, nehmen ein Wasser von hier und das Heu, das sie ansammeln, können sie hier drauf packen. Theoretisch, also. Theoretisch. Ja. Was machen sie wirklich? Sie tun so, als würden sie arbeiten und am Ende von Tag wurde ihre Arbeit abgeschlossen. Genau. Ich würde dann sagen, hier machen wir noch... noch so einen Weg. Und dann auf diese Seite, was wollen wir für Gebäude neben den Feldern packen? Diese Sammlerhütten? Sammlerhütten oder Küchen? Hätte ich jetzt mal gesagt. Hm. Das ist schon frische Zutaten und so. Hm. Frisch vom Feld. Ja, das ist eine gute Idee. Und ich kam auf die Idee, die Kohle... Wie heißen die Dinger? Kohlereihe? Oder wie? Kükereien. Ah, Holzkohlemeiler. Die hier, ach, wegzunehmen, genau. Und in die Nähe des Dings zu packen. Der Stahlproduktion. Ja. Ich glaube, das ist ein so bisschen. Wie viel Stück haben wir? Drei Stück? Vier Stück? Ich glaube, drei. Ja, drei Stück einfach so direkt nebeneinander. Oh, die aktuelle Jahreszeit wird beendet. Das heißt, wir haben noch einen Tag in dieser Jahreszeit. Dann ist Winter. Würde zum Beispiel hier hinpacken? Oder sollen wir das hier so hinpacken? Also so drei nebeneinander, so tack hier. Ja, würde ich schon sagen. Ist es halbwegs gerade? Ja, sieht gerade aus. Gut, dann gehe ich die anderen zwei noch holen. Ist das gerade? Äh.
Gerade ist es und sogar auf der richtigen Höhe. Perfekt. Und jetzt noch das letzte. Wie sieht's aus? Also gerade ist es, du musst noch weiter nach hinten. Noch weiter nach hinten, weiter nach hinten. Ah, okay, dann kommt das Haus. Ja, dann musst du es ein bisschen versetzt leider setzen. Aber so kannst du es hinsetzen. Ja, sieht nicht schlecht aus. Jetzt sieht der... Kannst du wieder so einen Kiesweg machen? Würde ich sagen... Hier fangen wir mit dem Na und hier drumherum ein bisschen Kies. Kies oder Dreck? Kies. Kies, okay. Ist ja hier Industriegebiet, ne? Weißt du schon. Da würdest du jetzt, glaube ich, aber einen Streifen rechts übrig lassen. Wir können es ja immer noch ein bisschen... Und hier ist so ein kleiner Streifen, der noch nicht getoucht ist. Kein Problem. Machen wir noch mal. So. Naja, egal wie viel Weg du platzieren möchtest, das ist definitiv nicht so eine große Steinschwarzstellung wie die riesige Mauer, die ich gebaut habe. Ja, aber es sieht gut aus. Vor allem hier bleibt erst der Steinweg oben drüber über den Kiesweg. Ja, der Steinweg bleibt immer drüber. Ich glaube, der... Wow, neue Stufe auf dem Weg des Handwerkers. Wie nutzlos. Ah, ich habe keine Steine mehr, deshalb. Ich schon. Gut. Aber auch nicht mehr viele, ich habe noch 33. Müssen wir hier noch ein bisschen reinpacken, aber... Hier können wir nichts mehr abbauen. Nee. Ich weiß auch nicht, ob im Flussbett noch welche sind. Kommt drauf an, wo du suchst. Ich schau mal, wo ich noch was finde. Ah, da sind noch welche. Ja, ich gehe auch ein bisschen suchen und wenn nötig ein bisschen abbauen.
Oh, ich muss noch kurz nochmal schauen bei den Arbeitsplätzen, ob da irgendwelche Probleme herrschen. Und im Moment nicht so. Ja, ich glaube, 160 Steine sollten erstmal reichen. Oh, wir haben wieder einen Flüchtling vor der Tür. Okay. Den musst du nicht dann quatschen. Ja. War schon zu weit im Dialog, konnte nicht mehr zurück. Okay. Lass es ausnahmsweise gelten. Genau, ich wollte eigentlich noch einen Gerb-Bottich machen. Haben wir dafür überhaupt genügend Fell? Ja, wir haben genügend Fell, das ist kein Problem. Und ich habe es dafür gesorgt. Sieht bis jetzt nicht gut aus. Ich würde sagen, das ist gut so. Es läuft hier noch ein bisschen Steinkloppen. Wir wollten ja. Nicht hoch. Wollten ja irgendetwas machen. Du wolltest Wege bauen.
Ja, aber ich meine. Genau, Waffenkammer. Ach so, das, ja. Und Papier. Der Gerbbottich, dafür brauchen wir ja eine Gerberei. Haben wir keinen Platz mehr? In der einen? Nee. Ah, okay. So, ich glaube 100 sollten reichen. Theoretisch, ja. Gut, dann baue ich hier schon mal wieder die Wege hin, die Dreckswege. Klingt harscher als es ist. Die sind wirklich aus Dreck gemacht. Ja. Beziehungsweise festen Dreck, weil Steine sind fester Dreck. Und das verbraucht hier keine Steine. So. Aha. Gut, was wollen wir hier hin tun? Also wie gesagt, ich hätte hier eine Küche hingestellt. Also hier eine Küche? Ja. Gut, jetzt müssen wir nur noch die Küche finden. Das hier ist eine Küche, oder? Ja. Und dann würde ich das Essenslager direkt daneben packen. Jetzt ist die Frage, wollen wir die Küche hier hinpacken? Und ein Lager hier daneben? Oder die Küche hier und das Lager auf der anderen Seite? Ich würde die Küche da hinstellen. Ist das so gerade? Ja, so ist jetzt gerade. Gut, dann werden wir hier noch ein bisschen Weg packen. Wie hätten Sie denn gerne das Lager? Kommen wir gleich. Würde sagen, ja, dieses Teil hier würde ich gegen die Seite hier packen. Ein bisschen mehr nach. Ja, ein bisschen mehr nach rechts. Ja, gut so. Okay. Oder? Das sieht gut aus. Ja, kann man lassen. Gleich mal was essen, bevor ich wieder hier verhungere. Solltest du vielleicht auch mal drauf achten? Ja.
So. So. Ich bin voll. Oh, wir sind bei 30 Minuten. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh.